Ja, liebe Studierende, im Sommersemester starten wir die Lehre nicht wie gewöhnlich in der Präsenzlehre, sondern im digitalen oder virtuellen Raum. Und da das für Sie und für mich ein völliger Neuanfang sein wird, auch wenn ich vielleicht schon ein wenig Erfahrung damit habe, würde ich Ihnen heute ganz gern, bevor wir uns dann nach Ostern das erste Mal in einer Konferenz treffen, das Thema des Seminars vorstellen, kleine Textform. Denn an der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte sind besonders die kleinen Textformen ein besonders interessanter Gegenstand, denn wir können auf eine sehr lange und reiche Tradition unterschiedlicher kleiner Texte zurückschauen, die mal mehr, mal weniger konventionalisiert sind. Und ich möchte Ihnen heute einige Beispiele zeigen, um Sie schon einmal darauf einzustimmen, auf was Sie sich freuen dürfen im Sommersemester. Zunächst aber einige organisatorische Details, da die Sprechstunde höchstwahrscheinlich ebenfalls im virtuellen Raum stattfinden wird, möchte ich Ihnen zwei Slots dafür anbieten, und zwar einmal am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr und einmal zwischen 22 und 23 Uhr, falls Sie sich den Nachmittagsslot nicht offen halten können, weil Sie zum Beispiel Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Bedenken Sie aber bitte, dass dieser späte Slot speziell für diejenigen gedacht ist, die am Nachmittag nicht den Termin wahrnehmen können. Und seien Sie da solidarisch und gehen Sie nicht von sich aus auf den späteren Termin. Die Sprechstunde wird mit Whereby durchgeführt. Den Link habe ich Ihnen angegeben, teile ihn aber auch noch rechtzeitig an verschiedenen anderen Orten mit. Dass die Informationen und das Material zum Seminar finden Sie auf dem Blog zu unserer Professur unter gls-dresden.de, und diesen Link teile ich im Kommentarbereich zu diesem Video. Alle Materialien und Videos, die ich einstelle, werde ich im Übrigen unter Creative Commons Lizenz über YouTube veröffentlichen, sodass Sie von allen Orten und zu jeder Zeit darauf Zugriff haben. Das ist ein Prinzip, das ich mit allen Materialien verfolge, die ich für die Lehre bereitstelle. Über Opal hatte ich Ihnen schon angekündigt, dass ein der zentrale Raum für die Kommunikation ein Matrix-Raum sein wird. Matrix Riot ist ein Webmessenger, mit dem man sehr schnell miteinander in Kontakt treten kann, Informationen austauschen kann, sehr viel schneller als das über Opal und E-Mail möglich ist. Ich bitte Sie deswegen, sich das Tutorial zu Matrix, auch das verlinke ich im Kommentarbereich noch einmal genauer anzusehen und dann vor allen Dingen dem Matrix-Raum für die kleinen Textformen beizutreten, wo ich alles Material und alle Informationen teile. Wenn Sie darüber hinaus Kontakt suchen zu unserer Professur, darf ich Sie auf die Seite gls-dresden.de/Kontakt verweisen. Hier finden Sie alle Adressen und Ansprechpartnerinnen bei uns an der Professur. Zu den kleinen Textformen. Als Titelbild für das Seminar sehen Sie hier eine Briefmarke mit einem sehr, sehr schönen Motiv, dem Buschwindröschen. Und Sie sehen schon, dass dieses Arrangement ohne sehr viel Text auskommt und erklären muss. Die Wertangabe ist ebenfalls drauf und für welches Land, also das heißt für welche Post, schlussendlich diese Marke gilt. Viel interessanter nämlich an diesen kleinen Texten ist nicht das, was darauf zu sehen ist, sondern welche Textbestandteile und Explikationen nicht mehr notwendig sind. Das heißt, je stärker konventionalisiert ein Text ist oder zum Beispiel wie hier eine Wertmarke, umso weniger müssen Sie erklären, um was es sich dabei handelt. Stellen Sie sich nur diese Briefmarke vor mit einem Begleittext, der erklärt, wozu man diese Briefmarke oder diese Postmarke oder dieses Postwertzeichen verwenden kann. Dann würde der ganze Aufwand, um dieses Postwertzeichen einzusetzen, sehr viel höher sein, als er sich jetzt hier abbildet in dieser kleinen Darstellung. Also das ist ein Beispiel für einen kleinen Text. Ein historisches Beispiel für einen kleinen Text sind die sogenannten Goldhörner von Galerus. Die wurden im 400 nach Christus höchstwahrscheinlich angefertigt und erst vor wenigen Jahrhunderten überhaupt entdeckt beim Umpflügen eines Ackers. Die Abbildung hier ist von Marlene Thyssen und Sie sehen, diese Schriftart oder diese Schrift Ecce Relativo Augustis Holtias Horno Tavido
ist in Runen um die Hörner gezogen und es bedeutet möglicherweise so viel wie ich, Hrethelwigas der Holting machte dieses Horn. Also das ist eine ganz typische kleine Textform, die über Jahrhunderte und über Jahrtausende die relevante ist, nämlich Eigentums- und Besitzzuweisungen auf rituell relevanten Artefakten aufzutragen, um zum Beispiel schriftmagisch oder weil man diesen Schriftzeichen magische Fähigkeiten zuwies und so weiter und so fort. Sie werden es kennen aus modernen Adaptationen wie dem Herrn der Ringe, wo jede relevante Waffe einen Namen trägt, der dann auch noch erläutert werden muss. Und das sind alles kleine Textformen, die über lange Jahrhunderte und lange Zeitläufe im Wesentlichen den Charakter von Schriftlichkeit repräsentieren, wie er für unseren Kulturraum, bevor die Christianisierung einsetzte, durch den Kulturkontakt zum Römischen Reich relevant war. Ein ebenfalls aus der etwas später gesetzten Zeit, nämlich hier im Althochdeutschen, der sogenannte Zürcher Haussegen, Ad signandum domum contra diabolum, den ich Ihnen ganz kurz vorlesen möchte. Ad signandum domum contra diabolum, Wollawicht, dass du weißt, dass du Wicht heißest, dass du ne weißt, noch ne kannst retten, Knospinki. In Übersetzung zur Kennzeichnung dieses Hauses gegen böse Geister, gut Wicht, dass du weißt, dass du Wicht heißt, dass du nicht weißt, noch nicht kannst retten, Knospinki. Also Knospinki ist ein Hapax Legomenon und manch einer übersetzt es mit knösperig, also der kleine Wicht. Interessant ist an diesen Zaubersprüchen und an diesen gibt es diesen Beschwörungsformeln und Lösezaubern und so weiter. Es ist eine ganze Reihe davon überliefert, dass sie sehr, sehr kurz sind und ihnen werden aus diesem im Alltag auch noch Formen einfallen, in denen diese Beschwörungsformeln relevant werden. Etwa wenn man Wunden behandelt von Kindern, gibt es eine ganze Reihe von Sprüchen, die dann dazu aufgesagt werden. Das will ich jetzt nicht tun, aber das können wir sehr gerne im Seminar machen, was mich freuen würde, wenn Sie einfach in Ihrem Alltag oder aus Ihrer eigenen sprachlichen Sozialisation Beispiele finden, die genau auf einen solchen, so eine Formel passen. Formelhaftes Sprechen ist also eines, das neben dieser Besitzkennzeichnung und vor allen Dingen für sprachmagischen Gebrauch von Schrift über sehr lange Zeitläufe relevant wird. Formelhaftes Sprechen und auch heute noch zum Beispiel in Eidesformeln und Vereidigungsformeln seine Relevanz hat. Dann, die Briefmarke hatte ich Ihnen bereits gezeigt, Twitter. Ja, Twitter ist möglicherweise in unserer Zeit eines der sozialen Netzwerke, das assoziiert ist mit dem Stichwort kurze Texte und Begrenzung von sprachlichen Zeichen. Zunächst 140, jetzt 280. Als Beispiel hier Tiny Tales von Florian Meinberg. Der Witz ging Lisa nicht mehr aus dem Kopf. Sie musste sich das Lachen verkneifen, versuchte still zu sitzen. Konzentriert malte Da Vinci. Sie sehen schon, Sie können auf diesen 140 Zeichen eine ganze Menge Text verstecken, der Ermöglichungsräume und Interpretationsspielräume für Sie öffnet. Auch das ein Beispiel hier für diese kurzen Formen. Sie können sich bitte mit dazu denken, die SMS und auch die Chatnachricht, also die Kommunikation über Webmessenger, die natürlich ähnlich knapp sind und möglicherweise deswegen auch in der ein oder anderen Art und Weise konventionalisiert. Das werden wir uns im Seminar genauer anschauen. Konventionalisiert ebenfalls kurze Textform, jede Art von Werbung. Also das heißt, der Zusammenhang von Bild und Text. Und der Text spielt hier neben der Präsentation von Markennamen und zum Beispiel von Unternehmen, die ein bestimmtes Produkt bewerben, nur noch eine sehr zurückgestellte Rolle. Können Sie sich gern an der Waschmittelwerbung heute in Printpublikationen oder auch im Fernsehen gerne noch anschauen, im Hinblick auf die Stereotypie und wie weiß die ganzen Settings sind. Eine typisch klassische kurze Form ist das Telegramm, der sogenannte Telegrammstil. Hier ein Beispiel an Wolf in Köln. Titanic gesunken, gerettet an Bord von Carpathia, Guardline vollständig mittel- und kleiderlos.
Alfred hier eine Botschaft von einem Überlebenden des Titanic-Unglücks, die er möglicherweise nach Hause schickt oder an Freunde in Köln. Dann eine sehr beliebte Form von kleinen Textformen sind Anzeigen jeder Art. Hier ein Beispiel für eine Todesanzeige, die irrtümlich aufgegeben worden ist. Deswegen braucht sie eine Berichtigung. In der Ausgabe vom Mittwoch erschien von unserem Vater Markus Simli eine von ihm aufgegebene Todesanzeige. Wir möchten damit klarstellen, dass er lebt und es ihm gut geht. Das kann schon mal passieren. Sie sehen aber, diese kleinen Textformen sind so wirkmächtig, dass sie natürlich mit dieser Todesanzeige nicht nur einen bestimmten bestimmte Entwicklung, die sich in der Realität vollzieht, abbilden. Also das heißt, dass diese Todesanzeige hier ein Ereignis dokumentieren, sondern sie schaffen auch eine spezifische Wirklichkeit. Und wenn diese mit der Realität nicht mehr übereinstimmt, diese konstruierte Wirklichkeit, dann muss man sie korrigieren, was hier offensichtlich Monika und Michael Zimmerli tun. Also ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, welche pragmatische Wucht auch kleine Textformen erzeugen können. Dann könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja nichts weiter als Medienlinguistik, was wir hier tun. Also das heißt, eine mehr oder weniger kommunikationswissenschaftliche Beschreibung von Texten. The medium is the message ist hier von McLuhan und Fiore die zentrale Botschaft. Nein, es wird in dem Seminar eher darum gehen, uns mit den kurzen und sehr kleinen Texten auseinanderzusetzen. Deswegen jetzt hier zum Abschluss noch eine sogenannte kurze Theorie, sehr kurze Texte von Ulrich Schmitz. Ulrich Schmitz ist ein sehr bekannter Medienlinguist und wir werden seine Medienlinguistik als Basis für das Seminar Kleine Textform verwenden. Ich hatte sie auch in den Literaturangaben zur Beschreibung dieses Kurses angegeben und stelle sie Ihnen zur Verfügung auf die ein oder andere Art und Weise. Das besprechen wir dann in der Matrix-Gruppe zum Seminar. Das, was Sie an den Beispielen jetzt schon gesehen haben, vielleicht hier ganz kurz die Gesetzmäßigkeiten, die Ulrich Schmitz aufstellt. Je eindeutiger der Kontext, desto kürzer die Texte, Briefmarke. Je kürzer der Text, desto wichtiger seine stereotypografische Gestaltung und/oder funktionale Arbeitsteilung mit Bildern. Hier hatte ich Ihnen die Werbung gezeigt. Sie dürfen aber auch an die Todesanzeige denken. Je mehr Textdesign und Textbildarbeitsteilung, desto weniger grammatische Merkmale und umgekehrt. Auch hier wiederum die Briefmarke als Beispiel. Je kürzer der Text, desto wahrscheinlicher ist er in dieser Form auch konventionalisiert. Hier wiederum zum Beispiel das Telegramm oder auch die SMS, Twitter. Kann ja ebenfalls eine Rolle spielen. Denken Sie an alle Abkürzungen, die Sie auf Twitter und via SMS oder WhatsApp oder Telegram oder welchen Messenger auch immer Sie verwenden, einsetzen. Und schlussendlich, je stärker die vier Formgesetze kleiner Texte auf einen Text wirken, desto wahrscheinlicher ist es ein kleiner oder gar sehr kleiner Text. Deswegen die Briefmarke als Titelbild für diesen Kurs. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt erst einmal einen Einblick geben in das Thema dieses Seminars. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die nächste Woche oder die Zeit über Ostern dafür nutzen, sich technisch vertraut zu machen mit dem System der Kommunikation über Opal, E-Mail und Matrix. Und so, dass wir dann in der nächsten Woche ich Ihnen einen Termin und den Vorschlag für eine Videokonferenz anbieten kann und möchte. Wenn wir uns dann das erste Mal im Seminar verabreden, und zwar auf Ihre Ziele, Ihre Vorstellungen, Ihre Erwartungen und Wünsche. Ich habe mir vorgenommen, eine gute Aufteilung vorzunehmen zwischen synchronen und asynchronen Arbeitsformaten. Denn die erste Umfrage unter den Studierenden hat gezeigt, dass sich ungefähr eine hälftige Aufteilung sehr, sehr gut vorstellen können. Und das Zweite ist, dass Sie sich vor allen Dingen in diesen synchronen Veranstaltungen, Absprachen, Beratungen, fachliche Diskussionen, aber auch einfach die Kontaktherstellung zwischen Ihren Kommilitoninnen und dem Dozenten wünschen, sodass wir die Präsenzphasen ja, im virtuellen Raum vor allem dafür nutzen werden. Das heißt, es wird ein diskursives Format sein,
und weniger der Wissensvermittlung dienen. Die Wissensvermittlung würde ich eher über asynchrone Formate, so wie jetzt hier in diesem Video, vornehmen. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als Ihnen einen guten Start ins Semester zu wünschen und dass ich mich schon sehr freue darauf, mit Ihnen über Ihre Ideen, Ihre Wünsche und die Herausforderungen in diesem Semester zu sprechen. Nur eine Bitte: Haben Sie sehr viel Geduld mit sich und den Lehrenden. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, die digitale Lehre im Sommersemester so weit zu führen, dass wir danach sagen werden, es hat sich gelohnt, dass wir es wenigstens auf diese Art und Weise probiert haben und vielleicht das ein oder andere Positive mitnehmen. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag und auf ganz bald, Ihr Alexander Lasch.